Der Schutzengelbrunnen am Rilkeplatz wurde von den als Ringstraßenkünstlern bekannten August von Sickertsburg und Eduard van der Nüll gestaltet. Und wovor er beschützen soll, sieht man hier auch deutlich. Und damit wisst ihr auch schon, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, dass ich im 4. Gemeindebezirk unterwegs bin. Der 4. Bezirk blieb im Zweiten Weltkrieg weitgehend von Bombentreffern verschont. Daher findet man hier auch noch sehr viele gut erhaltene Häuser aus der Gründerzeit. Nach dem ersten gezeigten Haus aus der Wohllebengasse jetzt ein paar Beispiele aus der Argentinierstraße. Wobei noch zu erwähnen wäre, dass sich in diesen Häusern auch einige Botschaften befinden. Und welche wird sich wohl in der Argentinierstraße befinden? Ein kleiner Schwenk in die Schwindgasse zeigt natürlich hier wieder die klassizistische Bausubstanz des 4. Bezirkes. Sehr beliebt waren diese die Balkone stützenden Atlanten. Und das hat jetzt nichts mit den Schulbüchern zu tun. Ja, wenn wir schon bei den Botschaften sind, jene der Republik Frankreich befindet sich am Schwarzenbergplatz. Der damals noch junge Architekt Georges-Paul Gédan wurde von seinem Heimatland Frankreich mit der Planung des Gebäudes beauftragt, das im Art Nouveau-Stil errichtet wurde. Besonders beeindruckend sind diese zwei Goldreliefs unterhalb des Daches des Hauses. Das ist das Portal des Kreuzherrnstiftes hinter der Karlskirche. Das gesamte Stift macht allerdings eher den Eindruck eines kleinen Palastes als eines Klosters. An der Stelle dieses Eckhauses stand früher mal das Freihaustheater, in dem Wolfgang Amadeus Mozarts Oper Die Zauberflöte uraufgeführt wurde. Ey, bist du faul, Mann? Nee, natürlich nicht. Es gibt nur einen Adel, den Adel der Arbeit. Diese auch bei den Tauben sehr beliebte Statue der Maria Immaculata und das Denkmal für die von den Nazis ermordete Irene Harrand stehen vor der Paulanerkirche. Die von außen eher schlicht wirkende Kirche hat innen einiges an wunderschönen figuralen oder bildlichen Elementen zu bieten. Erzherzog Johann von Österreich, oder sollte man besser sagen von der Steiermark, gründete eben dort die Technische Universität Graz. Sein Denkmal steht hier in Wien am Erzherzog Johann Platz und wurde erst 1996 von Erwin Huber modelliert. Naja, ein bisschen blass sind es halt schon die Goldenen Löwen bei der Wiener Hauptstraße 36. Kennt ihr diesen Flötenspieler? Ist es der Rattenfänger von Hameln? Offensichtlich nicht, denn der fing ja Ratten und nicht hübsche Mädchen. Nun, die Auflösung naht. Es handelt sich um Tamino und Pamina. Und diese zwei stehen am Zauberflötenbrunnen oder Mozartbrunnen am Nalogo Mozartplatz im 4. Bezirk. Und hier noch die Geschichte des Brunnens. Errichtet 1905. Architekt Otto Schöntal und Bildhauer Karl Wolleck. Liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, wie würdet ihr diesen Brunnen wohl nennen? Naja, der Name ergibt sich fast von selbst. Säulenbrunnen steht an der Wiener Hauptstraße. Ja, und den Satz unten auf diesem Relief,
würde ich gerne in der momentanen Situation abwandeln auf trotz Corona und unverständlicher Maßnahmen wächst immer wieder neuer Lebensmut. Hoffe ich mal zumindest. Lasst uns am Schönen festhalten und nicht an der grausamen Realität. Der Engelbrunnen vor Wiener Hauptstraße Nummer 55 hat eigentlich nur bedingt mit einem Engel was zu tun. Die Statue oben ist auch kein Engel, sondern eine Jungfer namens Elsbeth, der es gelang, den berüchtigten Waldteufel mit seinen Spießgesellen, die sehen wir hier unten angekettet am Brunnen, zu überlisten, sodass sie gefangen werden konnten. Hier links sehen wir den Waldteufel Hans Aufschrink, so hieß er. Und der Name Engelbrunnen geht auf den Stifter zurück, nämlich ein gewisser Viktor Edler von Engel. Ausgeführt wurde der Brunnen von Anton Paul Wagner und aufgestellt im Jahre 1893. Nun, warum bleibe ich jetzt gerade hier stehen? Persönliche Erinnerungen. In diesem Haus, nämlich der Volksschule der Piaristen, in der Ziegelofengasse im 4. Bezirk, habe ich meine Volksschulzeit verbracht. Inklusive einiger in der Volksschulzeit verbrachter Stunden im Dragepark, wo allerdings der Fußballplatz noch nicht so eingezäunt war und es noch keine so raffinierten Spielgeräte für uns Schulkinder gab. Tauben gab es allerdings auch damals schon. Rund um den Dragepark finden sich einige architektonisch sehr interessante Bauwerke, vor allem die Balkone mit den Säulen sind in Wien nicht oft zu finden. Nicht nur in der Gründerzeit wusste man in Wien die Häuser zu schmücken, auch Gemeindebauten wurden mittlerweile schon sehr hübsch verziert, hier mit einer Darstellung der Sage vom Hungelbaum. Und da empfehle ich jetzt allen, googelt einfach mal selber, ich habe es nicht mehr geschafft. So, und jetzt alle mal mit summen oder mit singen. Naja, der Josie im Jamsendiener kann doch etwas besser pfeifen als ich. Zwei Sphingen, das sind diese Löwe-Mensch-Mischwesen, bewachen das Palais Schönburg in der Rainergasse. Georg Kolschitzki war erfolgreicher Spion im Dienst des Polenkönigs Jan Sobieski bei der Befreiung Wiens von der Türkenbelagerung 1683. Angeblich eröffnet er am heutigen Stock im Eisenplatz das erste Wiener Kaffeehaus. Sein Denkmal stammt von Emanuel Pendel aus dem Jahre 1885. Den Bildhauer Franz Barwig werden wir jetzt nicht kennenlernen, aber einige seiner Werke in der Kolschitzki-Gasse. Dieser Brunnen namens Badende steht vor dem Haus Kolschitzki-Gasse 12 bis 14, übrigens ein Gemeindebau. Diese ebenfalls einen Brunnen schmückende Bärengruppe im Hof des Gemeindebaus Kolschitzki-Gasse Nummer 9. Und absolut originell finde ich diese Lokaldekoration. Leider hat das Lokal, so wie alle Gastronomiebetriebe, lockdownbedingt geschlossen. Und hier noch ein sehr schönes Beispiel zum Thema Kunst am Gemeindebau. Dieses Denkmal zu Ehren Bertha von Suttner,
der berühmten Schriftstellerin, die 1905 als erste Frau überhaupt einen Friedensnobelpreis gewann mit ihrem Buch »Die Waffen nieder«, stellt eine Mutter mit zwei Kindern dar und wurde von Siegfried Charoux 1959 modelliert. Sind Bären in einer Gemeindebauanlage erlaubt? Oder Elefanten? In dieser Anlage zwischen Waltergasse, Favoritenstraße und Graf-Starhenberg-Gasse sind sie es offensichtlich doch. Gestern fuhr ich mit der Tramwei wohin. Draußen regnet's und drinnen da stinkt. Die Leute da herin stirn deppert wohin. Und nicht nur in der Bin, sondern auch sonst. Im Wirtshaus am Eck trifft sie der Ruß und der Dreck. Denk an alles, es an die Nacht. Von der Gesellschaft am Rand, die letzten, das wir mal so sagen. Zwickt's mich immer, ich träum da allein, das nervt nicht wahr sein, jawohl. Zwickt's mich ganz wurscht, wohin ihr auch wollt. Ich kann's nicht glauben, so fett wie ich bin. Zwicken, na na, das hilft mir nicht, weil ich bin heut schon viel zu blöd. Vielleicht pickt mir irgendwer schnell, ahne, dass ich munter will.